ob sich die Annäherungen des Vormondes und sein Einsturz genau so zugetragen haben oder ähnlich, das ist unerheblich. Wichtig ist, dass es geschah und wieder geschehen kann. Ja, wieder geschehen wird. Um uns darauf vorbereiten zu können, müssen die Lügen von Politik und der Wissenschaft aufhören. Nun wird es spannend. Auch in der Sternenwelt gibt es ein fortgesetztes Kommen und Gehen. Auch unser Weltall ist stetig im Wandel. Kleinere, mit der Erde entstandene Planeten kamen in den Bereich der Schwerkraft der Erde. Manche wurden als Monde von unserer Erde eingefangen. Solche Monde nähern sich langsam unserer Erde und werden dann auf sie einstürzen. Hierdurch wurden bewirkt regelmäßige Vereisungen großer Erdteile, riesige Flutströme durch Jahrtausende hinweg, Vergrößerung der Meere und Landteile durch Mengen an Wasser, Eis, Gestein und Erdmassen. So entstanden und verschwanden Erdteile nach dem Einsturz eines Mondes. In der mondlosen Zeit entstehen neue Pflanzen, Tierarten, Menschen und Kulturen. Weit zurück auf Millionen von Jahren gehen die Erinnerungen der Menschheit. Sagen und Mythen darüber gibt es in allen Völkern. Deutlicher wird uns schon die Geschichte unseres vorherigen Mondes namens Phöbus und seines Einsturzes auf die Erde. Eine Geschichte von Grauen und Entsetzen. Sie prägte sich in die Erinnerungen unserer Vorfahren ein. In uralten Sagen und Urkunden, in der Edda und der Bibel finden wir Auszüge. Mit der Geschichte von Atlantis ist der Mondeinsturz verknüpft. So wie unser jetziger Mond, so ähnlich sah einst vor etwa 1 Million Jahren der Vormond Phöbus aus. Nur kleiner war er. Immer enger schraubte er sich an die Erde heran, dabei größer aussehend. Schließlich dauerte die Mondumlaufzeit so lange wie die Erdumdrehung. Umso näher der Mond der Erde kam, umso stärker wirkten die Schwerkräfte. Ebbe und Flut zwischen den beiden Wendekreisen wuchs ins Unermessliche. Atlantis, Lemurien und fast ganz Afrika waren betroffen. Die Kappen der Nord- und Südhalbkugel vereisten bis zu den 40. Breitengraden. Die Wohnräume für Tiere und Menschen beschränkten sich schließlich nur auf wenige Gebiete zwischen den beiden Wendekreisen. Funde im Weseres-Tal stammten aus jener Zeit und verraten schon eine gewisse Kultur des Menschen zu dieser schrecklichen Zeit. Die Zeit der Meeresfluten und des eintägigen Mondes war auch eine Zeit der regen Aufbautätigkeit der Erde. Täglich pendelte die Riesenflut zwischen Norden und Süden hin und her. Als der Mond Phöbus auf 2 Erddurchmesser an die Erde herangekommen war, begann der Einsturz. Ein ungeheuerlicher Hagel von Eisstücken, Schnee und Regenwetter. Dann ein Schlammregen von Sand, Eisen und Lehm bzw. Lösssediment. Das Meer färbte sich zeitweise blutrot. Dann festes Gestein bis zur Bergesgröße, glühend geworden beim Durchdringen der Erdatmosphäre. Kaum konnten sich die Menschen vor den niederfallenden Steinstücken in Klüften und Felsen verbergen. Wir finden das anschaulich geschildert in der Johannes-Offenbarung 8 und 12. 3 bis 5 Jahre dauerte die schauerliche Zeit des Einsturzes des Mondes auf die Erde, während welcher die Sonne verfinstert war. Das war der 5 Jahre dauernde dunkle Winter der Edda. Die Edda spricht von 5 Jahren schrecklicher Zeit und von 3 oder 5 Jahren Sonnenschweigen. Jammernd irrten hungernde Menschen durch ungekannte Gebirge. Anscheinend deuten folgende Stellen der Edda auf die Schreckenszeit vor dem Einsturz unseres Vormondes. Aus der Völusper: Windzeit, Wolfszeit, ehe die Welt zerstürzt. Wer lebt und leibt noch, wenn der lang besungene Schreckenswinter schwand? Oder im Buch Mose: Die Erde war Wüste und leer. Finster war es auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Das ist richtiger übersetzt:
heftige Winde und Stürme als Begleiter des Einsturzes. Der letzte Ring war niedergestürzt. Es wurde Licht. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Helle wurde es, wolkenlos und blau lachte der Himmel, und heiter strahlte die Sonne nieder vom Firmament, und Tag und Nacht waren wieder unterscheidbar. Aber welches Wunder aller Wunder sahen die wenigen Übriggebliebenen der Tropengegenden. Der Mond und seine späteren Ringe waren verschwunden. Lediglich die Sonne und die Sterne glänzten und leuchteten am Himmel. Das Meer in den Tropen war gewichen, um 2000 Meter herab. Mit dem Einsturz des Mondes war dessen Kraftwirkung verschwunden. Die Hochflut zwischen den Tropen musste verebben und nach Norden und Süden drängen. Und so wälzten sich mit dem Einsturz des Mondes ganze Wassergebirge 1000 bis 2000 Meter hoch nach Norden und Süden, bedeckten dabei Ebenen und Berge bis auf die höchsten Bergspitzen und die Gebiete mittlerer Breiten in ihren höheren Lagen. Dies brachte den Tropenbewohnern nun ein Zurückweichen des Wassers und Auftauchen neuen Landes. Lange schossen die Fluten hin und her, bis sich die Erde zurückgebildet hatte, und nagten an den Felsküsten Grönlands Wassermarken in 1000 Meter Höhe aus. Und was sahen die wenigen Überlebenden? Der Mond war verschwunden, hatte sich in grausiger Weise mit der Erde vermählt. Die Flutsage der Chibchas-Indianer spricht ausdrücklich von einer mondlosen Zeit vor der letzten Flut, die Atlantis wieder unter Wasser setzte. Die wahre Ansicht, dass unser Mond nicht von jeher am Himmel gestanden sei, war im gesamten Altertum allgemein verbreitet. Der Einsturz des Phöbus auf die Erde soll nach indischen Aufzeichnungen vor 800.000 Jahren gewesen sein, was mit astronomischen Berechnungen so ungefähr stimmen würde. Und wie sah die Erde nach dem Einsturz aus? Eine neue Erde tat sich auf. Von der Riesenflut befreit, traten neue Erdteile aus dem Wasser hervor, Lemuria und Atlantis. Fast senkrecht stand die Achse der Erde, ein ewiger Frühling war angebrochen, und unter dem Einfluss der Sonne brachte die Erde bald wieder neue Pflanzen und Bäume, Gras und Kraut hervor. Auch neue Tierarten entstanden. Die alten waren bei der ungeheuren Katastrophe gestorben und versunken. Alles wie im Buch Mose beschrieben. Und die Menschen? Außerordentlich wenige werden es gewesen sein, die die furchtbare Katastrophe überlebten. Mehr von den Menschen in Amerika, sehr wenige von den Weißen. Die vorstehende Schilderung einer Schreckenszeit auf Erden finden wir zu unserer Überraschung bereits in der Prosa oder jüngeren Edda, welche auf Überlieferungen der Germanen beruhen, die über Millionen Jahre zurückreichen und zum Teil sich in den Bohusläner Bilderschriften wiederfinden. Die neue, mondlose, glückliche Zeit des ewigen Frühlings, des neuen Himmels und der neuen Erde. Buchstäblich war ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen worden. Eine neue Erdperiode begann. Die oft 1000 und mehr Meter dicken Eisschichten der Erde begannen abzuschmelzen bis hinauf ins nördlichste Norwegen und Spitzbergen. Neue Pflanzen- und Tiergeschlechter bevölkerten die Erde. Aber auch eine neue menschliche Kultur musste sich entfalten. Das Klima war bis weit nach Norden hinauf mild und warm geworden. Feigen gediehen noch in Norddeutschland. Da die Erde reiche Ernten und Früchte aller Art bot, mussten sich die Menschen naturgemäß rasch vermehren. Es trat eine Abwanderung der weißen Menschen von Südeuropa nach Norden ein, da ihnen das dortige, etwas kühlere Klima mehr zusagte, während die Farbigen mehr in den heißen Ländern wohnten. Eine wahrhaft glückliche goldene Zeit hatten der neue Himmel und die neue Erde den gequälten Menschen gebracht. Land in Hülle und Fülle. Jeder konnte sich überall niederlassen, konnte jagen und fischen, bauen und wohnen, wo er wollte. Dazu ein paradiesisches Klima mit einer Überfülle von Pflanzen, Tieren und Früchten aller Art. Das war die entschwundene, selige, goldene Zeit, von der die alten Sagen erzählen und die alten Dichter zu singen wissen. Während dieser mondlosen Zeit erlebte Atlantis seine höchste Blüte. Nach tausenden von Jahren aber fing die Erde den jetzigen Mond ein, und es entstanden erneut große Gürtelfluten,
welche den Untergang von Atlantis zur Folge hatte. Dies möge der werte Zuhörer nachlesen im Buch Weltwenden von Hans Fischer 1926. Wenn einst der jetzige Mond Luna sich mit der Erde vereint hat und nach unzähligen Katastrophen die nächste mondlose Zeit beginnt, dann wird es den nächsten Mondeinfang der Erde geben. Es wird der Mars sein. Randbemerkung: Viele seltsame Materialien und Out-of-Place-Artefakte, die gefunden wurden, könnten so auf die Erde gelangt sein. Auf alle Fälle besteht ein beachtlicher Teil unserer Erde aus Mond- und Fremdmaterialien. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnieren dieses Kanals. Vielen herzlichen Dank.